gemacht. Woohoo, nice, Alter. Oh, sieht das nicht cool aus, Mann? Ja, Cedric, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ein Künstler solltest du vielleicht trotzdem nicht werden. Ach, komm schon, Mann, ich hab mir richtig viel Mühe gegeben. Das sieht doch nach mir aus, oder? Und das Q-Logo und... Ach, egal, komm schon. Ich hab schon verstanden, dass ich nicht allzu gut im Zeichnen bin, aber gut. Das war trotzdem mal ein richtig chilliger Abend mit dir, Mann. Und ob, Cedric, das war's auf jeden Fall. Aber den Künstlerwettbewerb habe ich immer noch gewonnen. Dann lass uns mal so langsam nach Hause gehen. Oh Mann, ich glaube, es wird echt schon ein bisschen spät. Ja, gute Idee. Und, oh Mann. Ey, das Wetter ist heute aber gar nicht gut. Oh Gott, da werde ich ja ganz nass auf dem Weg nach Hause. Also, du kannst entweder versuchen, einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal dazulassen, oder du kommst einfach mit mir nach Hause. Meine Mutter holt mich heute ab. Oh, okay, das wäre auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, weil ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust, durch den Regen zu gehen. Na gut, dann kommst du vielleicht erstmal einfach zu mir nach Hause. Alles klar. Oh Mann, die braucht aber echt mal wieder ein bisschen zu lange. Jetzt aber, okay. Oh Mann. Ah, da seid ihr ja endlich. Oh, hey Mama, was geht? Warum habt ihr nicht einfach unten gewartet? Ach, egal. Na gut, kommt einfach mit, Leute. Wir gehen zurück nach Hause. Um ehrlich zu sein, war ich noch nie bei dir zu Hause. Echt nicht? Ja, stimmt. Du hast sogar recht. Ich hab immer recht, Mann. So, Cedric, willkommen bei uns zu Hause. Wow, das ist eine echt coole Wohnung, Mann. Richtig cool. Ach ja, und wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr auch gerne Laura Hallo sagen. Laura? Wer ist denn Laura? Hast du etwa eine Freundin? Was? Nein, Laura ist meine Schwester. Ach so, du hast eine Schwester? Das wusste ich gar nicht. Habe ich dir das nie erzählt? Naja, auf jeden Fall verstehe ich mich jetzt nicht allzu gut mit meiner Schwester, aber ist nicht schlimm, sie ist okay. Oh, okay, dann sollten wir, glaube ich, am besten nicht mit ihr reden. Doch, doch, ich bestehe darauf. Na schön, okay, wo ist sie denn? Sie ist in ihrem Zimmer, weiter rechts. Ja, alles gut, Mama, ich zeige ihm schon, wo es lang geht. Okay, folg mir mal, Cedric. Oh, hier, das ist ihr Zimmer auf jeden Fall. Das hier ist ihr Zimmer? Das sieht schon ganz schön komisch aus und wow! Das Zimmer sieht doch gar nicht mal so schlecht aus und wow, okay, das ist deine Schwester? Ja, das ist sie. Wieso? Ah, hey Jungs, was geht? Ich habe meinen besten Freund mit nach Hause gebracht. Er ist heute zum ersten Mal hier und der wusste gar nicht, dass es dich gibt. Ach, das ist ja wirklich schade. Hallo? Hast du das Reden verlernt, Cedric? Nein, ich hatte irgendwas im Hals oder so, glaube ich. Ach so, ja, das kenne ich. Schön, dich kennenzulernen, Cedric. Ich bin Laura. Das ist ja wunderbar. Na gut, da verabschiede ich mich mal wieder, okay? Alles klar, dann bis dann. Oh, Junge. Oh, oh Gott, aua. Bist du jetzt ernsthaft gegen die Wand gelaufen, Cedric? Was geht denn bei dir ab? Ach, gar nichts. Alles ist gut. Oh, hey, Cedric. Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Soll ich dich nach Hause bringen? Ja, natürlich. Schade, dass du nicht noch länger bleiben möchtest. Aber dann, wir sehen uns, ne? Ciao, ciao. Bis dann. Dieser Cedric ist schon ganz schön süß. Ich muss irgendwie irgendwas über ihn herausfinden. Okay, ich bin wieder da. Oh, hi Cedric, wie geht's? Wie war es denn bei deiner Veranstaltung, wo du warst? Es war ziemlich cool. Es hat nur ein bisschen geregnet und so. Deswegen bin ich kurz bei meinem besten Freund zu Hause gewesen. Ah, nice. Jo, genau. Ich gehe auf jeden Fall mal ganz kurz in mein Zimmer und so weiter. Mann. Ich kann irgendwie wirklich gar nicht aufhören, an Laura zu denken, wenn ich ehrlich bin. Ich muss irgendwie irgendwas über sie herausbekommen. Und ich glaube, die beste Möglichkeit dafür wäre es, wenn ich mich einfach nochmal mit ihm verabrede. Ich werde ihn morgen in der Schule auf jeden Fall darauf ansprechen. Okay, let's go. Dann auf schnell in den Unterricht. Woohoo. So, hey Mann. Yo, Cedric, was geht? Ich setze mich dann mal dazu. Du, wir müssen heute ein bisschen was besprechen. Was? Was denn? Egal, lass uns später darüber reden. Der Unterricht geht los. Also, liebe Schüler, heute machen ich und Frau Glocke zusammen Unterricht. Ja, das finde ich auf jeden Fall wirklich eine sehr gute Idee. Also dann los geht's. Wir haben ein sehr hohes Niveau, was wir erreichen müssen. Das heißt, wir fangen sofort an mit dem Chemieunterricht. Als erstes müssen wir eine Regenbogenpost mischen. Die ist ziemlich cool. Was kann man damit machen? Haben wir eine von euch erzählt, was man damit machen kann? Die redet viel zu schnell, diese Frau Glocke. Zu schnell? Ich rede überhaupt nicht zu schnell. Das ist eine absolute Frechheit. Naja, egal, weiter im Unterricht. Oh, das war ganz schön anstrengender Unterricht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sicher 50 Seiten aufgeschrieben. Naja, was wolltest du mir erzählen, Cedric? Ich bin mir selber nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mein Handy bei dir zu Hause vergessen habe. Was? Na gut, dann, okay, wenn das so ist, dann kannst du gerne wieder nochmal zu mir nach Hause kommen und dein Handy suchen. Okay, das wäre super nett von dir. Alles klar, dann komm direkt mit zu mir nach Hause. Los! Hey Mama, ich bin wieder da von der Schule. Oh, hi, hast du deinen Freund wieder mitgenommen? Ja, der Arme hat hier sein Handy verloren. Oh, wie dumm. Hey, ich bin nicht dumm. Nein, ich meinte, wie dumm die Situation. Verstehst du? Na, egal. Wir müssen heute übrigens noch zum Zahnarzt. Hast du das schon vergessen? Zum Zahnarzt? Richtig, stimmt. Da war ja was. Gut. Na gut, Cedric, dann muss ich noch mal ganz kurz weg mit meiner Mutter. Du bist alleine hier. Du kannst ruhig alleine hier suchen. Oder frag meine Schwester um Hilfe. Die ist auch noch da. Ernsthaft? Okay, na schön. Gut, ich werde auf jeden Fall mal
mein Handy suchen. Bis dann. Okay, bis dann. Tschüss. Komm mit. Aber ich will nicht zum Zahnarzt, Mama. Du musst aber. Oh Mann, okay, sie sind weg. Jetzt sind Laura und ich ganz alleine hier. Okay, ich sollte vielleicht mit ihr reden. Oder sollte ich mit ihr reden? Ich weiß es nicht so genau. Gut, egal. Hallo, Laura. Hey, Cedric. Was machst du denn hier? Ich habe mein Handy verloren hier irgendwo. Dein Handy verloren? Hattest du gestern überhaupt dein Handy dabei? Sicher. Ich glaube schon. Bist du dir ganz sicher, dass du nicht wegen irgendwas anderem hier bist, Cedric? Es kann schon sein. Ich meine, ich wollte dir nur sagen, dass ich, Ich liebe dich, Cedric. Ich dich auch, Laura. Oh Mann, das war irgendwie ein bisschen komisch, das zu sagen. Das ist ganz schön komisch, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, du bist der beste Freund von meinem Bruder. Ja, du hast schon recht, aber was sollen wir denn machen? Okay, weißt du was? Lass es uns doch einfach so machen. Wir treffen uns irgendwann mal draußen unter uns und nicht bei mir zu Hause, damit mein Bruder oder so nichts davon mitbekommt. Das ist eine super Idee, das können wir genauso machen. Wo sollen wir uns treffen? Lass uns heute Nacht im Stadtpark treffen. Okay, super, ich werde da sein. Ah, hier sind wir. Perfekt, der Zahnarzt hatte zu. Und was macht ihr hier? Wir haben nur zusammen mein Handy gesucht. Okay. Und habt ihr es gefunden? Nein, leider nicht. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich wohl doch draußen liegen lassen. Na gut, ich gehe jetzt wieder zurück nach Hause dann. Tschüss. Das war jetzt irgendwie komisch. Was ist denn mit ihm los, Laura? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Frag ihn doch einfach selbst. Was ist denn hier los? Ach, sicher nichts Wichtiges. Gut, bis dann. Komisch. Ja, oh Gott. Okay, Leute, es ist Nacht geworden. Und jetzt geht's los. Ich muss mich einfach nur rausschleichen. Ich muss mich einfach nur rausschleichen und in den Stadtpark kommen. Das wäre doch gelacht. Aua. Oh Mann. Okay, es wird an der Zeit. Ich glaube, es ist schon dunkel geworden. Ja, okay, perfekt. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell in den Stadtpark gehen. Hahaha, das ist doch zu einfach. Was hast du nur vor, Laura? Ich werde sie mal verfolgen, nur zur Sicherheit. Okay, hier irgendwo muss er doch sein. Da ist er ja. Hi, Cedric. Hi, Laura. Und wie geht's dir? Mir geht es gut. Und wie geht es dir? Bist du gut von zu Hause weggekommen? Ja, klar will ich das. Das war absolut kein Problem. Meine Mutter hat geschlafen wie ein Stein. Ja, bei mir war es auch übel einfach. Mein Bruder schnarcht sowieso so laut, er würde wahrscheinlich gar nichts anderes mitbekommen. Hey! Moment, was war das? Ups, Uhu, 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 ich bin eine Eule. Keine Sorge, war scheinbar nur eine Eule. Machen Eulen so? Naja, egal, unwichtig. Ich finde das wirklich aufregend, was wir gerade machen. Ich habe mich noch nie nachts mit irgendeinem Jungen getroffen. Ja, ich auch nicht. Also mit einem Mädchen, meine ich natürlich. Cedric und meine Schwester haben sich verliebt ineinander? Das ist ja interessant. Ah, warte. Cedric, Laura! Du bist es. Was machst du hier? Die bessere Frage ist, was macht ihr denn hier? Also, ihr braucht euch keine Ausreden ausdenken. Ich habe alles gehört. Und ich habe sogar das gehört, dass ich schnarche. Das stimmt überhaupt nicht. Sorry. Bitte, erzähl es nicht Mama. Es Mama erzählen? Das ist eigentlich eine gute Idee, aber wieso sollte ich das denn tun? Keine Ahnung. Ich habe doch gar nichts gegen euch beide. Es freut mich sogar, dass mein bester Freund und meine Schwester jemanden gefunden haben. Ich finde das ziemlich süß, auch wenn es natürlich für mich irgendwie ein bisschen komisch ist. Na gut. Ich dachte schon, ihr hackt irgendwelche gemeinen Pläne aus oder sowas, aber das ist in Ordnung. Na gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Bis dann, tschüss. Was war das denn? Keine Ahnung. So kenne ich ihn überhaupt nicht. Naja, egal. Dann scheint uns ja nichts im Weg zu stehen, oder? Nein, ich glaube nicht. Na dann super. Aber trotzdem würde ich sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Tokaboka. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao.